So, da bin ich wieder und wisst ihr, was mich am meisten stört an der ganzen Sache? Dass es tatsächlich so sein soll, dass ich jetzt die ganze Zeit die Items wechsle. So, jetzt sind die Fackeln aus. Jetzt muss ich sie anmachen. Dann muss ich das Item zu dem Bogen wechseln, ihn schlagen und ihm eine verpassen. Boah, wie das abfuckt, ey. Ja, und so geht's dann natürlich nicht. So. Jetzt muss ich wahrscheinlich die Fackel wieder anmachen. Das ist, oh, ich will gar nichts. Ich kann gar nichts dazu sagen. Also der Bossfight gefällt mir gar nicht. Ich schieße auch noch vorbei. Jetzt muss ich die Fackeln wieder anmachen. Dann wieder zum Bogen wechseln. So, drei Treffer. Jetzt, ja, ich schaffe einen Treffer und muss die Fackeln wieder anmachen. Boah, wie das abnervt, ey. So. Ja, und das war's jetzt, oder was? Das war's. 10 Sekunden. Ich quäl mich eine halbe Ewigkeit durch dieses Spiel und der Boss ist in 10 Sekunden getötet. Wenn man weiß wie. Hör auf zu piepen, ey. So eine Scheiße. Das Triforce ist vereint. Sei willkommen, Cornel. Ich bin das Wesen des Triforce. Die goldene Macht. Ja, jetzt scrollen die auch noch den Text raus. Das Triforce wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Im Namen des Vaters und deiner Eltern und deren Geiste, hat er Amen gesagt. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herz, werden gute Wünsche wahr. Und wenn da jemand handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Hä? Je stärker der Wunsch, desto mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern, sowohl aus dem goldenen Land, die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern, mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Ich hab Hyrule gesagt, bäm. Ich weiß, es heißt Hyrule, aber für mich ist das Hyrule. Doch du hast Ganon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwanden. Das Triforce ist bereit für seinen neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Ich habe aber nicht so drei Arme und so groß. Ah, es wird kleiner. Das ist nett. So, was wünsche ich mir? Habe ich noch kurz Zeit zu überlegen? Ich würde gerne eine Nacht mit Magdalena Neuner haben. Aha. Sie ist gar nicht da. Es hat nicht geklappt. Schade. Die Rückkehr des Königs. Hyrules Hyrule-Schloss. Boah, hat der viele Frauen. Der gute Pirisa in der Kathedrale. Er lebt wieder. Wuhu. Da hat alles begangen. Ja. Sahasranas Heimkehr in Kakariko. Hallo. Die wollten mich alle fangen und ausliefern, ey. Die Geier in der Wüste. Wüstenpalast. Ach ja. Boah. Ey, was ist denn da? Der Dieb oder was? Der Ball und sein Freund im am Bergpalast. Dein Onkel ist genesen. Genau, der war gestorben, war der.
Flossen zu verkaufen bei Soras Wasserfall. Oh, ich hab Halsschmerzen, ey. Also jetzt gerade, weil ich muss gleich mal einen Schluck trinken, ey. Die Hexe, ey. Die Hexe und ihr Schüler im Magieshop. Die zwei Holzfäller in der Holzfällerhütte. Da waren wir überall, ja. Während das jetzt noch weiterläuft, wenn das ist bestimmt jetzt vorbei, oder? Nein. Der Junge spielt Flöte. So. Vielleicht kann ich ja dann mal anfangen, so mein Fazit zu ziehen. Gutes Spiel. Gutes Spiel, ja. Ich bin wahrscheinlich ziemlich schlecht da drin. Deswegen gab es bei mir viel Frust. Dennoch, wenn man sich mal so die Verhältnisse anguckt, Super Nintendo, hat man da schon mega was mega Gutes hingezaubert. Ich habe jetzt über 40 Parts gebraucht. Wenn man sich mal überlegt, nicht jeder Part, also wenn man alleine eine Viertelstunde, dann sind das über 10 Stunden Spielzeit, die ich gebraucht habe. Ja gut, gute Leute schaffen es wahrscheinlich auch in 5. Aber so als Blind LP, da hat man schon was richtig Gutes hingezaubert früher. Es war auf jeden Fall gut. Ich fand es halt hin und wieder ein bisschen, wurde man ziemlich leicht getroffen. So diese Strahlen und diese fliegenden Augen, fliegenden roten Laserpunkte fand ich persönlich ein bisschen scheiße. Weil man hatte einfach, ja, jetzt lag noch mal richtig zum Abschluss. Gut. 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 Ich mach mal hier kurz auf Pause. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Es ist wahrscheinlich, also diese Sachen haben mich sehr gestört, diese rumfliegenden Lasersachen, die man, dem man nicht ausweichen kann, dem man so gut wie nichts entgegensetzen kann. Das da habe ich einfach kein Gefühl für bekommen, wie ich da umgehe. Es war hin und wieder für mich persönlich ein bisschen zu, ja, nicht zu hart. Aber man wurde einfach von zu viel zu leicht getroffen. Und ich ratsche hier voll an meinem Mikro rum. Und das hat mir nicht so gefallen. Ansonsten, mit Sicherheit ein Top-Spiel. Für alle Lieblinge von solchen Spielen eine Top-Kaufempfehlung wahrscheinlich damals gewesen. Wenn man heute ein Super Nintendo hat, dann lohnt es sich wahrscheinlich sehr, das Ganze sich einfach mal bei eBay zu kaufen noch. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das sollte man in seiner Sammlung haben. Und ich denke, es ist schon ein ganz gutes Stück geworden von Nintendo. Und damit können wir uns dann wahrscheinlich auch jetzt hier mit den Credits einfach verabschieden von diesem Let's Play. Shigeru Miyamoto, jeder kennt diesen Namen. Ja, eine lebende Legende. Und da hat alles angefangen. Natürlich, es gab auch schon, es war nicht der Anfang, Nintendo und auch Zelda gab es derzeit wahrscheinlich schon ein wenig, aber trotzdem bleibt es dabei, sind die Anfänge. Wenn man mal sieht, was da heute raus geworden ist, kann man da schon ziemlich stolz drauf sein. Und ich denke, dieses Spiel ist immer wieder, es ist immer wieder wert, mal gespielt zu werden. Es war von mir blind, es war von mir wahrscheinlich nicht so gut. Die Einschaltquoten dieses Projektes haben sich auch mehr oder minder dann in Grenzen gehalten, was aber auch nicht so schlimm ist. Ich meine, wenn 10 Leute reingeguckt haben, dann waren es wenigstens 10 Leute und dann freue ich mich darüber. Ich hoffe, es hat euch auch einigermaßen gefallen, mir dazu zu gucken. Bei meinem Nicht-Können und bei meinem Rumgefehle, bei meinem
Rumgeheule. Das ist nicht so das Genre meines Vertrauens, aber ich habe mich mal rangewagt. Ich wollte auch mal ein Zelda spielen. Ich habe ja noch nie ein Zelda durchgespielt. Ich habe mal ein paar angefangen, aber die wurden mir halt einfach immer alle zu komplex. Man hat wahrscheinlich gesehen, warum. Ich bin eher so der Jump-and-Run-Typ. So ohne viel Sinn einfach durchs Level kommen. Weil da bin ich dann auf mich gestellt und da kann ich machen, was ich will und wie ich es will in dem Bewegungsmuster, den es da gibt. Hier war es halt immer so ein bisschen, man musste dann da diesen Schalter betätigen und da waren dann 5 fliegende Laserkugeln und ja, man konnte sich halt nicht so durchschlängeln, wie man wollte, man musste halt diesen Weg gehen. Das ist halt das, was mir nicht so gut liegt. Dann auch einen großen Dank an Susanne Pohlmann und Atsuko Matsumoto. Das war wahrscheinlich der Übersetzer, der dann wohl Japanisch oder Japanisch und Deutsch kann. Besonderen Dank geht an Michael Friesel, Angelika Raugust, Nobuo Akajima, Kiyoshi Koda, Hironobu Kakui und Shigeki Yamashiro. Ich finde ja so japanische Namen und so China und solche Sachen, die hören sich schon ziemlich cool an. Spielverlauf: Hyrules Burg, Burgverlies, Ostpalast, Wüstenpalast, Bergturm. Level 1: Schattenwelt. Level 2: Sumpfpalast. Level 3: Skelettwald. Level 4: Drachenstatue. Level 5: Eispalast. Level 6: Wüstensee und Level 7 Zelda Verlies, Level 8 Ganonsturm. Wir haben es nicht zu 100%. Ach so, cool. Versuche insgesamt. Ja, gut, das ist natürlich jetzt kein Wert, der irgendwie. Aber cool, wartet mal kurz. Das heißt, in der Schattenwelt 1. Ach so, die eine Schattenwelt ist die Overworld. Ja, okay. Da sieht man dann, wie oft man gestorben ist, okay. Ist natürlich bei mir jetzt nicht aussagekräftig, weil ich oft dann auch ein State benutzt habe oder so. Naja, war auch in Ordnung so, denke ich. Ich habe gerade voll Generitis. Generitis, ja. Ich denke, ich bin jetzt ganz froh, dass es vorbei ist. Jetzt ist wieder Platz für anderes da. Ich habe einiges in Planung. Ich hoffe, dass ihr da dran bleibt. Mario Tennis hat jetzt angefangen. Ich habe vor, noch einige andere N64 Sachen zu machen. Und auch hier und da, ja. Es wird hoffentlich noch viel kommen von mir. Und ich hoffe, ihr habt dann auch viel Spaß daran und habt Interesse daran, dass ich hier meine Batterien auf die Heizung werfe. Und dann würde ich einfach sagen, das war's von meiner Seite. Ein langes Let's Play geht irgendwann zu Ende. Tschüss.